10-12% für 15 Uhr außen. Ich bin noch nicht einmal außen rum. Sehr gut. Ich bin jetzt auf dem Weg zum Abfahrer bzw. zum Drescher. Fahr direkt fliegend aufs Feld und dann kann der nämlich auch wieder arbeiten. Und dann ist der Vorteil, dass wenn es dann voll ist, kann ich, wenn der Anhänger voll ist, kann ich erstmal schon mal losfahren. Bevor der wieder so lange steht. Wobei, solange der Motor aus ist, geht's, weil dann ist er keine Arbeitsstunde. Ja. Jetzt fahren wir durch Gleis 9, 3 Viertel durch. Ich extra hier so einen Tunnel aufgebaut für uns. Da. Der Junge. Und gleich wieder da. Nee, jetzt tanke ich nicht ab, jetzt muss ich hier bleiben. Wieso, kannst du auch abtanken, ist doch nicht so schlimm. Ja, mein Opa hat schon früher gesagt, werd Schneekehrer. Im Sommer hast du frei, im Winter nimmst du Urlaub. Ich weiß gar nicht, was du rumholst. Alles gut, bis gleich. Na los, sind wir fertig hier. Ja, guck doch, das fliegende Ding, du siehst es nicht, das ist zu schnell, ich weiß. Tag, so. Tank da rein, der Junge. Hm. 8000 passen hat, ne, 6000 passen für den Rennen. Ja, ich habe zu spät gesehen, der hatte noch einen Rosselmarsch, der wäre sogar ein bisschen günstiger gewesen, aber etwas weniger Inhalt. Okay. Ich glaube, jetzt haben wir erstmal gemietet. Für die zwei Aufträge oder vielleicht noch einen dritten, je nachdem, ob noch was ist mit Weizen. Ne? Ja, da waren noch Ernteaufträge, waren noch genug da. Ja, aber es ist, gestern waren Mais und so alles, wobei wir hatten jetzt eine Nacht geschlafen, vielleicht ist jetzt ein bisschen anders. Genau. 20%. Der Wagen steht. 20% noch. Noch nicht einmal rum. Ey, der Motor ist auch an. Ich hab extra gesagt, der Motor aus, weil sonst sind Arbeitsstunden. Muss ich hier gucken. Jetzt gibt er kein Gas aus. Ah, jetzt wäre er. Hat er gewechselt. Eine Runde rum, 25%. Lügen jetzt? Ja, das sind ja etwas kleinere auf den Feldern, ne? Ja, nur so klein ist das gar nicht. Das ist doch schon etwas größer. Halt, ist halt nur eine Insel drin, weißt du? Ich weiß gar nicht warum, ich habe ja dieses, wie heißt das, Simi-Pad da oder wie das Ding heißt, geholt, ne, was der damals im Vorne hattest. Mhm. Aber irgendwie zeigt der die Dinger nicht mehr an, obwohl ich die App drauf habe. Also der Mod ist hier glaube ich nicht drin, aber trotzdem. Hm. Egal. Ich habe das Oberlee kleiner gemacht, deswegen kann es anlassen. So ein kleinen Drescher, das heißt, hier hätte man viele Bahnen einzusammeln. Verzichten wir mit drehenden Auge einmal drauf.
denn fertig? Sieht aber gar nicht so aus. Ja. Sagst du es. Ich hoffe, das Raps fällt. Müssen wir mal gucken, wann das fertig ist. Steht immer noch an der Seite. Da will mit zwei Mann ernten. Wir stehen alleine wieder los. Eine Verkauf war das, glaube ich. Hof, Angriff, Pferde, auch. Beide. So wieder dort. Sehr schön. Was wäre hier noch? ...3000 müsstest du aber gleich voll sein. Eigentlich bei 2,5 habe ich noch. Dann müsstest du Getreide verkaufen oben zum Depot. Okay. 88% habe ich. Wie viel? 88. Fast 11.000 rein eigentlich, oder? Ja, 9.700 habe ich. Ja. Na, ich fahr mal los. Ja. So. Auf geht's mit Atomameise. Wird jetzt noch 4. Jetzt geht's voran. Zieht sich wahrscheinlich hier an den Halmen vor. Welchen Flügel ist noch vor meinem fertig hier? Überhol dich noch, die fällt 10 Uhr. Ich sage, du bist vor mir fertig, ja. Boah, ich habe jetzt schon, bin jetzt in die dritte Vorgewende gefahren, jetzt theoretisch. Ab 47%. Guck mal, es gibt ja gut Geld. Das waren jetzt nochmal 8.000 und 6.000. Und die haben ja gekauft, nicht gemietet. Das heißt, die haben ja nur die normalen Wartungskosten. Wirtschaften müssen. Was sagt eigentlich unsere Kredite? Ja, da werden wir erstmal noch nicht dran denken müssen, richtig, dass wir die Raten bedienen. Die sind ja überschaubar. Wir müssen halt erst eine Produktionslinie haben, wo wir sagen, da kommt was rein. Oder vielleicht auch 2, 3, müssen wir einfach gucken. Solange die Bank mich anruft und sagt, das wäre schön. Wie lange haben Sie denn mit uns zusammengearbeitet? Morgen schon immer mitgerechnet. Mit 3 Mann geht ja auch gut voran. Wir zahlen uns ja kein Gehalt aus. Darfst du keinen erzählen.
Wird er trotzdem 11 mit dir oder wird er schneller? Jeden reden. Genau. Kann ja jeder kommen. Da die Sachen drin. Hat Container. Der steht da im Haus, steht doch, die Möbel sind im Container. Was auf sich hat. Oder die meinen einfach nur damit sind im Müll. Achso, ja, ja. Schön Motor aus. Die erste Arbeit schon noch immer schon durch. Die irgendwie was aufbeißen von wegen. Hier ist alles mit gleich die Bäckerei, ne? Ich will baden hier. Früher ist man nach unten getaucht. Leute, vor schwimmen. Das muss schon mal ausfangen können. Werde ich gleich machen. Gleichstand. Ja, ich stehe, also von daher wirst du überholen. Aber das habe ich vorher kein Zweifel dran gehabt. Hätte ich noch nicht mal versuchen können. So. Ich bin auf dem Rückweg, die Luzifer? Ja, aber ich bin jetzt gerade wieder auf dem Rückweg. Okay, fährt man zum Glück schneller. War der Hinweg auch mit 11 km/h? Weil du warst jetzt gar nicht vollgeladen, ne? Nö. Das hängt bei dem Traktor zusammen, der hat einen kleinen Fehler. Wenn der fährt zu lange im ersten Gang, deswegen auf 11 km/h, dann drückst du einmal auf Plus, da der hochschaltet. Okay. Und dann läuft das wieder. Liegt am Bediener. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Er sagt ja, liegt am Bediener. Putin hat niemals recht, okay?
ganzen Karussell-Videos sind oft, oder viele werden immer gesperrt in bestimmten Regionen. Dann gucke ich immer in Russland, denke ja, okay, dann da stört's mich nicht. Da haben wir zum Landhandel fahren. Vielleicht kriegen wir den die Kapazität erhöht und dann können wir den Trecker, den du fährst, gerade noch mal reparieren. Vielleicht schaltet er deswegen nicht hoch, der ist ja ziemlich kaputt. Nö, nee, der hat damit nichts zu tun. Aber vielleicht kriegen wir da die Kapazität erhöht. Der steht hier schon lange. Wie gesagt, solange der nicht fährt, geht es auch noch. Das kostet dann nichts. Solange der Motor aus ist. Steht halt. Zeit. Wir Schmiermittel auch hätten irgendwo kaufen. Aber es hat schon jemand. Kopuletten kann man noch verkaufen. Ging halt gut Geld. Auch leere Kartons kann man gut verkaufen. Pellets. Ach Gott, die kann man auch kaufen, lose Pellets. Aufstation für Schüttgut. Das ist fürs Kraftwerk, die müssen wir nicht machen. Ist schon da. Soll ich noch an? Weil das noch weg bin.
du hast das zur Getreide AG gebracht, ne? So ein Stück erhöht fahren. Weil die Prozent ja, so wenig sind, okay. Verkauf Getreide. Okay. Ja, dann passt. Ja, okay, wir haben ja auch noch einiges am Feld. Ja, stimmt, sonst hätten wir ja Geld bekommen. Wenn das woanders hingefahren wäre. Ich glaube, es gibt eh nicht so viele Verkaufsstellen hier. Ja, dann müssen wir uns irgendwann für eine Linie da entscheiden, wo wir reingehen. Wir machen können, das Fleisch ist, glaube ich, gibt es auch beim Metzger. Ich würde schon irgendwas an Feldfrucht nehmen. Aber dazu, wie der Name schon sagt, brauchen wir erst ein Feld. Das geht ja gut voran jetzt.